Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield-Video. Heute soll es mal um die Competitive-Szene in Battlefield gehen. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt noch eine aktive Battlefield-Competitive-Szene. Allerdings derzeit eher weniger im Battlefield 2042, weil das Spiel einfach von den Grundvoraussetzungen das Ganze auch nicht wirklich hergibt. Demzufolge ist man jetzt wieder auf Battlefield 5 zurückgegangen, zumindest im Rahmen eines Back-to-Battlefield 5 Cups der DBCL. Der eine oder andere, der meinen Channel schon länger verfolgt, kennt die DBCL, das ist die Dach Community Battlefield League für eben den Dachraum, also den deutschsprachigen Raum. Sehr aktiver Discord-Server mit allem, was dazugehört, Member-Chat und vor allem der allseits beliebte Trash-Talk. Also da gerne mal reinschauen. Link ist in der Beschreibung verlinkt. Und warum komme ich jetzt auf das Thema zu sprechen? Ganz einfach, nämlich es stehen an diesem Woche die Finals zum DBCL Back to Battlefield 5 Cup an. Und ich werde das Ganze für euch und mit euch hoffentlich übertragen auf Twitch. Was euch da erwartet, habe ich euch ja in einer kurzen Videosequenz vielleicht mal zusammengefasst, beziehungsweise in einer kompletten Runde. Und zwar ist das die letzte Runde aus dem Match NXG vs. PXC. Grundszenario war, dass PXC mit einem 2:1 Vorsprung in die letzte Runde hineingeht und mit einem Ticketvorsprung von 100. Gespielt wird ein T5 auf Trupperoberung, das heißt 5 Spieler je Seite, zumeist aufgeteilt in 2 Squads. Einmal das B-Flag-Team, also das Attack-Team, und einmal das AC-Team, das sich, ja wie der Name schon sagt, um die Flaggen A und C kümmert und ich sage jetzt mal die andere Seite absichert. Klar, da gibt es taktische Varianten, da wird rotiert, da wird auch mal getauscht, da wird in der Mitte mal ausgeholfen und so weiter und so fort. Also ist sowohl taktisch sehr, sehr interessant, das Ganze auch mal von oben beziehungsweise so in den Gunfights zu sehen. Ich bin der Meinung, man kann sich von diesen Comp-Spielern auch jede Menge abschauen, auch für das Public rumgelaufe in Anführungszeichen. Und nichtsdestotrotz finde ich, soll man solche Projekte, die ja auch ganz freiwillig basiert aufgezogen sind, auch unterstützen. Demnach übertrage ich oder stream das Ganze auch und würde mich da ganz einfach freuen, wenn ihr mit am Start seid. Gut. Ausgangsszenario habt ihr jetzt, glaube ich, so grob mitbekommen, auch worum es geht. Falls ihr Fragen habt, packt mir die an der Stelle sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann entsprechend auf Twitch sehen. Samstag, Sonntag im Kalender vormerken. Ich denke so 20:30 wird da ungefähr der Start sein. Falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, könnt ihr auch schon reinschauen. Da geht es ebenfalls um circa 20 bzw. ja 20:15, 20:30 los. Ich freue mich auf euch. Und wie immer, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal, euer A-Team. Auf geht's, wir starten wieder beim Home-Team und das heißt an Bord beim traurigen Hut. Mit dem ersten Push auf B. So, der aus dem Busch kommt, steht auch wieder. Schauen wir uns kurz die Verteilung an. Also, AC hat brutal Druck auf A gemacht, geht jetzt aber down. Jetzt haben wir nochmal ein AC-Battle, das zugunsten wiederum vom NXG ausgeht. Haben jetzt auch den Vorteil auf der B-Flagge aktuell. Zumindest für den Moment. Ja, da steht der dritte Mann damit. Ist der Vorteil da? Jetzt wird es nochmal spannend werden. Wer schafft es? Es war sehr offensiv. Da wird er wegverteidigt. Im First Floor. Aber natürlich will NXG Druck machen, weil sie natürlich noch am Gesamtsieg schnuppern. Aber dafür müssen sie 100 Tickets im Plus bleiben. Das ist die Aufgabe. Und PXC auf der anderen Seite, die möchten natürlich auch Druck machen, weil eigentlich ist Provence ihre Map. Also der Kampf ums B-Haus, der bleibt natürlich.
Aber am AC wird's spannend. Und da gab's nämlich wieder den Push. Bis durch auf A. Sind sie 2 vs 1. Mal gucken. Jetzt kommt der dritte noch dazu. Einer wird gezogen. Ja, fast noch der zweite, aber Druck ist da. PXC baut den Druck auf. Der war wichtig. Der war wichtig. Der Kill von Arjen, weil ansonsten hätte es übel ausgehen können auf dieser Seite. Also, damit holen sie sich A. C haben sie sowieso schon. 140 zu 142, also knapper geht's halt dann auch nicht mehr. Starker Heady vom traurigen Hut. Damit zurück auf C. B bleibt allerdings ungesichert im Moment. Bitter, aber stark gemacht. Von Flappy. Das bedeutet jetzt, ja, wird sich PXC B wiederholen. A sowieso in Händen. Auch wenn AC hier aktuell so halb am Boden liegt, sieht es auch auf der C-Flagge gar nicht mal so schlecht aus. Capture this objective. So, wer zündet den Lucky Shot im Nebel? Naja. Da wird der aus dem Busch kommt, übel gesandwiched. Da kann er nichts machen. Auch auf B macht PXC jetzt einen guten Job. 134 zu 135. Immer noch absolut ausgeglichen. Aber jetzt ist die linke Seite auf. Wir schauen uns das an. Ja, der aus dem Busch kommt. Watch over there. Zwei Flaggenvorteil bleibt für PXC aktuell 125 zu 134. Also verteilt sich jetzt hier schön. PXC lässt sich zunächst mal auf B fallen im Attack. Wissen, dass sie jetzt auf der Home, ja, und unter Druck sind. Schauen wir mal nach, ob da nochmal ein Late bzw. ein Backspawn auf kein Gegner kommt. Sieht nicht danach aus, damit beschäftigt er alleine. Jetzt ist er da und Arjen jetzt aber aus dem Background. Und das war stark gemacht. Stark gemacht vom Bayer. Schön durchgezogen, gesichert mit zwei Mann jetzt auf C, mit zwei Mann auf B. Gegenpush vom AC, vom PXC kommt zwar jetzt, aber es geht jetzt ein bisschen zu schnell. Geht jetzt ein bisschen zu schnell an der Stelle. NXG wird jetzt versuchen, PXC auf C zu stellen. Das kann jetzt schon eine entscheidende Phase werden. So, ein AC bleibt noch. Ein AC bleibt noch. Damit jetzt auch auf der C-Flagge unter Druck. Zumindest für den Moment. Tickets hat es allemal gekostet. Also, PXC muss jetzt Gas geben, müssen jetzt aufpassen. Hier gehen zu viele Gunfights verloren. A und B immer noch in Händen von NXG. Machen das jetzt auch auf der B-Flagge klar.
Also, bringt alles Vorteile, bringt alles Tickets. Und sie halten den Druck aufrecht auf C. AC kommt jetzt mal durch auf Anton. Schauen wir uns einmal in der Zwischenzeit C an. Also hier kommen zwar... gut gemacht von MJ. Und dann aber der Überzahl geschuldet. Macht auch NXG gut. Situation gut erkannt. Reingepusht, abgeholt. Abfahrt. Machen sie einfach gut. 104 zu 91. Noch ist alles möglich. Wahnsinn. Theoretisch natürlich. Theoretisch ist noch alles möglich. Jetzt der aktuelle Stand. Und PXC muss Gas geben, weil auch C geht schon wieder runter. Push auf B kommt genauso. Eieieiei. MJ. Für einen kurzen Moment allein auf der Flagge. Lässt den Spawn zu. Und Worst Case tritt ein. Damit B-Team komplett raus. Und jetzt wird es richtig gefährlich. Ihr seht's. Ihr seht es oben an den drei blauen Flaggen. Die sind jetzt nämlich bei NXG. Und jetzt muss PXC Gas geben. Sie müssen schauen, dass sie da rauskommen. Weil wenn sie sich jetzt ins Triple drücken lassen, dann war's das. Und da war's das im schlechtesten Fall sogar für die komplette Runde. Gut befreit. Wichtig an der Stelle. Wichtig, aber auch stark von NXG gemacht. Sie überhaupt in die Situation zu bringen. Sehr, sehr stark. Immer noch 100 zu 42. Der aktuelle Ticketvorteil. Chance ist wieder da. Spawns kommen. DXC brutal unter Druck. Brutal unter Druck. 99 zu 21. Aktueller Ticketstand. Also knapper geht's dann nicht mehr. 99 13. Unglaublich. PXC jetzt auf B durch. Brauchen Tickets. Sie brauchen Tickets, aber rein rechnerisch müsste es durch sein, wenn ich mich nicht vertippt habe. Müsste es eigentlich durch sein. Klar, kann immer noch irgendwas Rule-Technisches kommen. In jedem Fall Turbo knapp. Was für ein Spiel auch von NXG. 99 zu 0 geht auch die zweite Runde an NXG. Die damit, jetzt lasst uns das nochmal kurz zusammenrechnen. Wenn ich es jetzt nicht komplett verrissen habe, dann hatten wir 131 zu 0 in der ersten Runde für PXC, 61 Tickets in der zweiten Runde ebenfalls für PXC, minus 92 Tickets, das waren die 100, und minus 99, und dann bleibt genau ein Ticket für PXC stehen, meine Damen und Herren. So ist es. So ist es. Ultura knapp, würde ich sagen an der Stelle. Ultura knapp. GG.